Kāda ir tekta? Also alle sind gut bereitet. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nacht. Sitzt ruhig. Liebe Kinder, in der vorigen Stunde haben wir ein sehr interessantes Gedicht gehört und gelesen. Wiederholen wir das Gedicht noch einmal. Wir machen gleichzeitig Lawinenspiel und Ekospiel. Am Montag fahre ich Fahrrad. Am Montag fahre ich Fahrrad. Am Montag fahre ich Fahrrad, am Dienstag sehe ich Pferd. Am Montag fahre ich Fahrrad, am Dienstag sehe ich Pferd. Am Montag fahre ich Fahrrad, am Dienstag sehe ich Pferd. Am Mittwoch spiele ich Fußball. Am Montag fahre ich Fahrrad, am Dienstag sehe ich Pferd. Am Mittwoch spiele ich Fußball. Am Montag fahre ich Fahrrad, am Dienstag sehe ich Pferd. Am Mittwoch spiele ich Fußball. Das mache ich sehr, sehr gern. Am Montag fahre ich Fahrrad, am Dienstag sehe ich Pferd. Am Mittwoch spiele ich Fußball. Das mache ich sehr, sehr gern. Sehr gut. Und jetzt? Werde ich noch einmal vorlesen? Wer will? Bitte, Diana. Am Montag fahre ich Fahrrad, am Dienstag sehe ich Pferd. Am Mittwoch spiele ich Fußball, das mache ich sehr, sehr gut. Und noch einmal, wer will vorlesen? Bitte, Вероника. Am Montag fahre ich Fahrrad. Am Dienstag sehe ich Pferd, am Mittwoch spiele ich Fußball, das macht ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und noch einmal. Bitte, Artem. Am Montag fahre ich Fahrrad, am Dienstag sehe ich Pferd, am Mittwoch spiele ich Fußball, das macht ich sehr, sehr gut. Und letztes Mal. Wer will nach dem Wunsch? Bitte, wer will? Nun bitte, Diana, nach dem Wunsch. Am Montag fahre ich am Dienstag sehe ich Pferd, am Mittwoch spiele ich Fußball, das mache ich sehr, sehr gerne. Sehr schön. Und, liebe Kinder, heute haben wir sehr interessante Stunde. Aber zuerst seht euch das Bild an und bestimmt unseres Thema für heute. So, das ist, was ist das? Das ist ein Zimmer und im Zimmer sehen wir die Gegenstände. Diese Gegenstände erzählen über unsere Hobbys. Also das Thema heißt mein Zimmer, meine Komnata und meine Hobbys. Also schlagt eure Hefte auf und schreibt das heutige Thema und das heutige Datum. Lies bitte das heutige Datum. Lisa, lies bitte das heutige Datum. Mittwoch. Der. März. Zweite März und das Thema heißt mein Zimmer und meine Hobbys. Heute werden wir sehr interessante Stunde haben. Wir werden Wendungen und Wörter zum Thema wiederholen. Wir werden raten, wer was für sein Hobby braucht. Und wir werden einen kurzen Film, wir werden uns einen kurzen Film ansehen und viele Übungen machen.